Miau, willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Ich habe mich wieder gefangen. Ja, passiert. So, jetzt sind wir mit. Okay, Jonah, kannst loslassen. Das war's. Gehen wir rüber. So schnell kann's gehen. Mann, Mann, Mann. Jonah! Oh. Hier müssen wir wohl durch. Nach dir. Was ist das? Das ist eine Art von Stele, oder? Kannst du mir mal helfen? Klar. Was ist das? Das ist ein Rezept. Eine Kräutermischung zur Konzentrationssteigerung. Das könnte helfen, wenn wir Jaguare treffen. Hoffentlich nicht. Hier drüben geht's raus. Auge des Adlers. F4. So unpraktisch auf meiner Tastatur. Denn wenn ich die F-Tasten drücken will, muss ich irgendwie zwei Tasten gleichzeitig drücken. Ich muss mir das mal noch umlegen, glaube ich. Okay, ich hoffe, ich kann mir F4 merken. Wir nähern uns dem Dorf. Gut, ich will zurück in die Zivilisation. Nehme ich das immer gleich? Ja. Oh, es leuchtet. Ah, oh, um Gottes Willen. Ich dachte, ich stelle es mir erstmal her. Ich habe damit ehrlich gesagt kaum gearbeitet, als ich es zum ersten Mal gespielt habe. Da hinten leuchtet es. Das ist schon ganz cool. Diese Ruinen sind anders als die in Mexiko. Erwähnt er Dad in den Notizbüchern Peru? Nein. Es soll aber eine geheime Stadt aus Gold in Peru geben. Paititi. Alles. Die Waffe, zu der diese Griffe einst gehörten, ist in der Feuchtigkeit des Dschungels verrostet und zerfallen. Da ist etwas eingraviert. Es ist kaum zu entziffern. Wo? PH4... Percy Fawcett. Aber wir müssen tausende Kilometer von seiner letzten bekannten Position entfernt sein. Ich sehe es nicht. Egal. Sucher der Welt wollen dorthin. Dads Notizen enden in Mexiko, als hätte er das Interesse verloren, oder... Oder? Keine Ahnung. Der nächste Band behandelt Syrien. Jetzt sind wir hier schon wieder am nächsten Grab. Ein Durchgang. Vielversprechend. Wie ging das Rätsel gleich nochmal? Folge dem Herz der Schlange. Zum silbergekrönten Berg mit den Zwillingen. Diese beiden Götter sind die Herrscher über die Unterwelt der Maya. Xibalba, wörtlich übersetzt, Ort des Schreckens. Wukub Kachiks, dessen Name sieben Aras bedeutet, war ein monströser Vogel, der Legende nach die falsche Sonne in seinem Schnabel trug. Sein Untergebener war Yunkame, was ein Tod bedeutet. Beide wurden von den Heldenzwillingen besiegt und getötet, nachdem sie sie in verschiedenen Sportarten und Spielen herausgefordert hatten, in denen beide Seiten betrogen. Wukub Kachiks verlor zum Beispiel im Pfeilwurfspiel, weil die Heldenzwillinge Blasrohre benutzten. Ja, wem Xibalba bekannt vorkommt, da waren wir schon in Tomb Raider Underworld. Deswegen hat es mich damals auch sehr gewundert, dass Shadow of the Tomb Raider auch wieder in Südamerika spielt. Und wo ich jetzt gerade hier mal kurz diesen Moment habe, ich finde es irgendwie super unpraktisch, dass auf dem Weg, den die beiden zu zweit machen und sich auch die ganze Zeit unterhalten, so viel zu finden ist, was auch wieder eine Audioausgabe hat. Denn dadurch muss ich jetzt Jonah immer unterbrechen, aber ich will ja auch nicht an diesen Sachen überall vorbeigehen. Deswegen tut es mir sehr leid, wenn ich die Dialoge unterbreche zwischendurch.
Wie weit wird es wohl nach Kuvakyaku sein? Falls wir auf dem richtigen Weg sind. Schwer zu sagen, aber die Bewässerung ist ein gutes Zeichen. Okay. Irgendwann gab es hier Menschen. Hoffentlich sind sie noch da. Ich gehe mal hier hin. Ich bin so erleichtert, dass Jonah wieder da ist. Vor allem, nachdem Miguel... Gut, dass Jonah nicht groß gefragt hat. Die Jaguare. Er soll sich nicht sorgen. Das wäre nicht hilfreich. Wir müssen gut vorbereitet sein, wenn wir es mit Trinity aufnehmen wollen. Genau, das Auge des Atlas ist jetzt neu. Die Wahrnehmungspflanzen haben wir eben bekommen. Ich wollte für irgendwas sparen. Den Atem des Kaiman wollte ich, glaube ich, viel länger anhalten. Es ist ganz schön dunkel gerade. Ich wäre auch jetzt gerne hier in diesem Dschungel. Ja. Ich glaube, da kommen wir raus. Jonah, hilf mir mal. Und 3, 2, 1. Lara! Lara! Komm schon! Lara! Nimm die Leuchtpistole! Da kommt er schon. Nein! Okay, gegen die ist es schon ziemlich praktisch. Mit den Wahrnehmungspflanzen. Oh Gott! Kriege ich so schnell nicht gezielt im Moment. Ich habe keine Heilpflanze, fuck. Schlecht. Scheiße, nein! Scheiße. Ich möchte einmal Lara, bist du okay? Kurz anmerken, kriegen wir jetzt gar nichts von dem armen Tier, na toll, dass so wie er davor schon an ihr rumgezerrt hat, ja. Das hätten wir schon gar nicht überleben können, also. Lara, bist du okay? Aber gut. Ja, die sind so schnell, ich finde es teilweise wirklich schwierig, rechtzeitig auf die zu zielen. Also die menschlichen Gegner in diesem Spiel sind wirklich nichts. Gegen diese. Lara, bist du okay?
Ja, Jonah, ich komm. Ich komm, ich komm. Hey! Waren noch Federn, aber ich glaube. Es reicht, wenn wir jetzt zurückgehen. So, wo war's? Ja, mir geht's supi. Okay, beziehungsweise ich sehe, der Plan ist vorbei. Ich sage, wir gehen morgen zurück zu Jonah. Ich muss jetzt noch ein bisschen ausruhen. Lara! Ja, nimm doch. Nimm sie nicht. Na gut. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Okay? Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Dann lasst euch einen lieben Kommi. Wir sehen uns morgen wieder. Shadow of the Tomb Raider. Danke, Lara! Bis dann.